Hey Leute und herzlich willkommen zum Finale von The Witcher. Jack der Altersberg wartet auf uns im Herzen seiner Vision. Doch bevor wir da hingehen, würde ich sagen, trinken wir noch ein paar Tränke. So, als erstes mal eine Schwalbe. Dann, ja, die Weide, um gegen Lähmungen etwas standhafter zu werden. Was haben wir denn noch? Versteckte Gegner sichtbar machen brauchen wir nicht. Ja, ansonsten den Absud haben wir so. Den Waldkauz natürlich, um Ausdauer schneller zu regenerieren. Und dann würde ich sagen, ja, noch ein bisschen Goldstaub auf unsere Waffen. So, okay, das fällt jetzt irgendwie wieder ab. Mal gucken, ich glaube, wir haben schon zu viele Effekte. Ja, zu viele Verstärkungen. Okay, aber das sollte doch reichen. Ja, ganz schön mächtig sind wir. Fette Rüstung, flammende Schwerter und Blitzzauber machen wir auch noch beim Schlagen. Also ich bin bereit. Ihr auch? Ich hoffe es. Auf geht's. Jack der Altersberg muss sterben. Wir kriegen ihn. Begreift ihr jetzt, dass um jeden Preis gehandelt werden muss? Geralt, öffnet die Augen! Öffnet euren Geist! Leute wie euch behandelt man im Krankenhaus des heiligen Majoran. Ihr verfolgt mich und beweist damit, dass ich recht habe. Ihr habt euch den Gefahren gestellt, die der Menschheit drohen, und überlebt. Sagte Aldersberg, euer Traum ist ausgeträumt. Geduld. Vielleicht überlegt ihr es euch noch anders. Stellt euch Tausende vor, die eine Eiswüste durchqueren. Könntet ihr sie verteidigen? Ihr und eine Handvoll von Zweifeln geplagter Hexer, so wie Berengar? Unmöglich. Das können nur die großen Brüder, aber sie müssen unterrichtet und geführt werden. Sie brauchen euch. Tja, das gibt's doch gar nicht. Okay, gut, ich würde das jetzt hier gern sagen, aber wir probieren es mal etwas diplomatischer. Ich habe auch ein Angebot. Kapituliert, zieht eure Mutanten zurück, beugt euer Haupt vor dem König. So rettet ihr vielen das Leben. Wie zuversichtlich ihr wirkt. Auf euch wartet eine schmerzliche Lektion. Ich bin begeistert. Na, kommt schon. Hier mal lieber, ja, das Schwert. So, nehmen wir doch mal. Hab den Sound endlich mal ein bisschen runtergedreht bekommen. Ja, für den letzten Part habe ich mir gedacht, auf jeden Fall merken. So, das war's auch schon mit den Mutanten. Was ist hier los? Weg mit euch. Okay, Jack gegen Geralt. Okay, die Teile können wir wohl nicht angreifen. Na gut, Jack, dann du und ich. Komm, wow, Schwächling. Steh auf, ich denke, du bist der Großmeister. Was macht denn die wilde Jagd jetzt hier? So sehen wir uns wieder, Wolf. Habt ihr euer Schicksal erfüllt? Die Salamandra sterben. Sie gehören bald der Vergangenheit an. Die Salamandra sind bedeutungslos. Sie waren nur ein Teilchen des Chaos. Das Werkzeug des Mannes, den ihr eben getötet habt. Eure Vergangenheit. Euer Schicksal, die Gründe für eure Auferstehung, alles bleibt im Dunkel. Worte, Worte, Worte. Lasst mich euch auf die Sprünge helfen.
Es gibt den Tod, aber auch den freien Willen. Ich blicke nicht zurück. Ich werde die Salamandra finden und mein Schicksal erfüllen. Ihr habt euch geirrt. Ich komme wegen der Seele von jemandem, dessen Weg den euren oft kreuzte. So wie es geschrieben steht. Ihr könnt gegen mich kämpfen, doch das Ende bleibt stets dasselbe. Tod. Die Frage ist, wessen Tod? Ich kann nicht getötet werden. Ihr könnt euer Ende hinauszögern, aber es wird kommen. Kümmern wir uns um den, der bereits tot ist. Besinnt euch eurer Taten, Hexer. Ich stand in eurer Nähe, als ihr in Kaer Morhen eintraft. Ein Omen des Unterganges. Ich sah mit an, wie ihr die Dörfler des Umlands gerichtet und nur Blut und Feuer hinterlassen habt. Ihr habt Raimund, den Tod, und Shani in Gefahr gebracht, weil ihr nur eure Ziele verfolgtet. Das Chaos folgt euch auf dem Fuß. Ihr habt Dutzende mit eurem Hexerschwert abgeschlachtet. Ihr habt den Skoyatel Gold gegeben und damit neue Massaker geschürt. Ihr habt Vizima dem Chaos überlassen, nur um Zerstörung über Trübwasser zu bringen. Jede eurer Entscheidungen brachte neue Verwüstung. Jede Wahl, die ihr getroffen habt, führte zu noch mehr Bösem. Wie habt ihr euch gefühlt, als eure Elfenfreunde Vizima in Brand steckten und Deune töteten? Hört auf! Leugnet es nicht, Hexer. Ihr seid mein größter Recke. Ein vollkommenes Instrument der Zerstörung. Wohin ihr auch geht, folgen euch Tod und Chaos. Genau wie es schon vor Jahren war. Akzeptiert es! Kämpft nicht dagegen an! Überlasst mir noch einen weiteren Mann, den ihr vernichtet habt. Jacques de Aldersberg gehört mir. Ihr wagt es mir zu trotzen. Ich spüre eure Schwäche. Jetzt, wo das Leben aus euren Wunden rinnt. Mit jedem Tropfen rückt der Tod näher. Ihr habt keine Chance gegen mich. Ergebt euch mir! Niemals. Niemals. Das ist etwas zwischen ihm und mir. Ihr wollt ihn doch sowieso töten. Stimmt. Aber aus meinen Gründen. Und die gehen euch nichts an. Geht, solange ihr noch könnt. Geht, bevor es zu spät ist. Ihr wollt gegen mich kämpfen? So sei es. Eure Flucht vor dem Tod endet ihr. Zieht euer Schwert! Ich hatte schon befürchtet, ihr würdet Schach vorschlagen. Ah, cool. Okay, die wilde Jagd. Vielleicht ein harter Gegner, ich weiß es nicht. Schon lange nicht mehr gegen ihn gekämpft. Okay, aber so geht es eigentlich erstmal. Wir machen viel Schaden. Relativ viel Schaden. Okay. Alles gut. Konzentriere mich aber nur auf die wilde Jagd. Okay, jetzt könnte ich vielleicht doch mal Gruppenkampfstil. Wir haben keine Flammenschwerter mehr. Sehe ich gerade. So. König der wilden Jagd. So, mein Freund. Ich krieg dich schon. Gleich haben wir's. Ja, und. Yay. Juhu. Okay, Großmeister. Willkommen. Dieses Schwert ist für Ungeheuer gedacht.
Ja, Leute, das war's noch nicht ganz. Interessant. Ihr seid wach, Geralt. Ich habe mir langsam Sorgen gemacht. Rittersporn? Wo ist der Großmeister? Ein paar Schritte entfernt. Er ist tot. Für einen Moment hatte ich befürchtet, ihr werdet ebenfalls verloren. Es war kein erholsames Schläfchen. War ich lange weg? Nun, ihr habt einiges verpasst. Der Orden wurde zerschlagen und Foltest hat die Herrschaft wieder übernommen. Und Yevin? Vor einer Sekunde war er noch hier. Er hat auf euch aufgepasst, bis ich eingetroffen bin. Dann musste er weg. Foltest wird ihn gehen lassen. Zweifellos. Immerhin haben am Ende die Anderlinge den Ausschlag zu Foltests Gunsten gegeben. Was ist mit euch? Hattet ihr Erfolg? Ja. Ich nehme Jacques das letzte Element ab und schließe dieses Kapitel. Um die Geschichte zu beenden, muss ich die gestohlenen Geheimnisse zurückgewinnen. Der Großmeister sollte sie haben. Tja, da liegt er. Überreste von Jacques de Aldersberg, Großmeister des Ordens der Flammenrose. Hattet ihr gesehen, was er in der Hand hatte? Den Dimeritium-Anhänger. Das ist dasselbe Amulett, was wir Alvin geschenkt haben. Und Alvin, nun ja, taucht ja auch kurz vor seinem Kampf nochmal auf. Okay, sehr interessant. Aus Kermoren gestohlene Geheimnisse. Mitnehmen. Etwas endet, etwas anderes beginnt. Jedes Ende ist auch ein neuer Anfang. Tja, so, hier speichere ich auf jeden Fall nochmal ab für den zweiten Teil. Ja, okay. Tot ist er. Ich glaube, wir haben es gepackt, Leute. Das war's. Und Rittersporn zückt nochmal seine Laute. Tja, ich weiß jetzt nicht, ob die beiden sich nochmal drüber unterhalten, aber Jacques de Aldersberg war sozusagen Alvin. Zumindest ist das meine Theorie. Er hat Alvin eigentlich nur als Illusion immer zu uns geschickt. Also er war wahrscheinlich nie wirklich real. Und hat somit uns eben ausspioniert, könnte man vielleicht sogar sagen. Nun ja, okay, jetzt ging irgendwo ein Glas kaputt. Ihr habt sicherlich auch eigene Theorien, ihr könnt das gerne schreiben. Immer rein damit. Also, habt ihr euch alles zurückgeholt? Wisst ihr, was ich beim Großmeister gefunden habe? Einen Dimeritum-Anhänger. Ist es der, den ihr Alvin gegeben habt? Ich weiß es nicht. Er sieht ähnlich aus, aber älter. Er muss ihn jahrelang unter seiner Rüstung getragen haben. Vielleicht ist er ein Andenken. Möglicherweise hat er damit feindliche Magie abgewehrt. Oder er hatte es bei sich, um angeborene Fähigkeiten zu kontrollieren. Unbarmherzige Visionen. Das werden wir wohl nie erfahren. Es ist auch nicht wichtig. Jacques de Aldersberg, wenn das sein wahrer Name war, ist tot. Ende der Geschichte. Was jetzt, Geralt? Was meint ihr? Kommt schon. Ihr habt das Gestohlene wiederbeschafft und die bestraft, die euch verletzt haben. Ihr habt politische Spielchen gespielt und Verschwörungen aufgedeckt. Ihr habt geliebt, ihr habt getötet. Ihr habt einen langen Weg hinter euch, Geralt. Was gedenkt ihr jetzt zu tun? Tja, okay, Leute. Ja, wie die beiden schon sagten. Wenn das sein wahrer Name war, ist er jetzt tot, Jack. Merkwürdigerweise hatte Alvin auch immer unkontrollierbare, Visionen. Problem an der Sache nur, der Anhänger von Jacques scheint irgendwie sehr alt gewesen zu sein. Es könnte auch möglich sein, dass Jacques Zeit reisen kann. Und sich das Ganze somit irgendwie erklärt. Fragt mich nicht wie genau, aber auf jeden Fall hängen die beiden tief miteinander zusammen. Und ich denke, dass Alvin Jacques ist. Also, so wird es sein. Ja, was machen wir nun, da wir fertig sind? Erst jetzt spüre ich, dass mein neues Leben anfängt. Ich weiß es nicht. Ich würde gern sagen, ich bin müde und will in Frieden ruhen sozusagen, aber da ich weiß, dass wir weiterspielen müssen, der zweite Teil steht nämlich kurz bevor sozusagen, nehmen wir doch Antwort 2. Erst jetzt spüre ich, dass mein neues Leben anfängt. Neugeboren,
in Blut und Feuer getauft. Eine neue Ballade? Zu pompös für meinen Geschmack, Rittersporn. Seht euch um. Das Leben ist einfach, unvorhersehbar und schön. Das ist neu. Ihr seid aus der Unterwelt zurückgekehrt und in ein riesiges Chaos hineingeraten. Ihr habt euch Bestien und üblen Dreckskerlen gestellt, die euch ans Leder wollten. Und da sagt ihr mir, das Leben sei schön? Ihr übertreibt ein bisschen. Etwas endet, etwas anderes beginnt. Ich nehme die letzten geraubten Geheimnisse, atme tief durch und ziehe weiter. Was soll ich noch sagen? Viel Glück, Hexer. Die blutigen Kämpfe offenbarten das ganze Ausmaß von Jacques de Altersbergs Wahn. Das Volk traute den Rittern des Ordens nicht mehr und behandelte sie wie Feinde. Foltest nutzte dies und schränkte den Einfluss des Ordens ein. Er verzieh den Anderlingen ihren Aufstand, da sie ihm halfen, die Rebellion des Ordens niederzuschlagen. Doch die Barmherzigkeit des Königs war kurzlebig und sie konnte Misstrauen und Hass nicht völlig auslöschen. Schon bald machten neue Einheiten der Skoyatel die Wälder. Jevins Ruhm als Bezwinger des Ordens trieb den Skoyatel noch mehr junge Elfen in die Arme. Die Zauberinnen konnten keinen Einfluss bei Foltest gewinnen. Das Chaos des Krieges brachte nur Leid. Mit der Zeit normalisierte sich alles wieder. Sowohl Rechtschaffene als auch Verbrecher überlebten. Nur wenige wussten, was in jenen Tagen in Vizima wirklich geschehen war. Das waren jene, die das Schicksal mit Geralt von Riva zusammengeführt hatte. Doch sie beschlossen zu schweigen. Und was geschah mit dem Hexer? Das ist wieder eine andere Geschichte. Temerien und Redanien sind Verbündete. Daran habt ihr nicht wenig Anteil. Nehmt einen prallen Beutel Gold für eure Mühen. Euer Hoheit, Meister, lebt wohl. Ja, Leute, so geht The Witcher vorbei.
Wir haben eine tolle Melodie im Hintergrund. Eins meiner All-Time-Favorites, wenn es um Videospiel-Soundtracks geht. Einfach nur super. Ja, was war das gerade für ein Ende? Der König wurde angegriffen. Von einer Art Hexer, so wie es aussah, denn... Ja, immerhin hatte das, oder er, diese Art Katzenpupillen, die Hexer auszeichnen. Tja, was es damit auf sich hat, Leute, das erfahren wir natürlich im zweiten Teil. Das ist so ein kleiner Teaser gewesen, wie es eigentlich weitergehen wird. Sehr, sehr cool. Ich weiß noch damals, als ich das Spiel zum ersten Mal durchgespielt habe, war ich so heiß dann auf den zweiten Teil. Ich wollte unbedingt wissen, was es damit auf sich hatte. Natürlich schwirren dann so Fragen durch den Kopf wie, ach Gott, warum greifen die Hexer jetzt dem König an? Oder war es wirklich ein Hexer? Oder eine vollendete, gute Mutation irgendwie noch? Hat irgendwie überlebt? Tja, die Frage werden wir natürlich im zweiten Teil dann beantworten können. Ich werde jetzt hier nicht spoilern oder so, also keine Angst. Ja, geschafft. Schön. Wow, und E-Gitarren. Sehr geil. Ich könnte es einfach genießen. Es hat einen Heiden Spaß gemacht. Es sind, glaube ich, 79 Parts geworden. Das ist relativ lang, dafür, dass jeder Part auch eine halbe Stunde ging. Also nicht schlecht. Eins meiner längsten Projekte und eins der Projekte, die mir bisher am meisten gefallen haben. Und vor allem auch, mit denen ich eigentlich so im Reinen bin. Es gab nichts, was mir nicht gefallen hat. Also, ich war durchgehend mit den Aufnahmen zufrieden. Es wurde nie langweilig, also ich freue mich tierisch auf den zweiten Teil. Ich hoffe ja auch. Ja, was bleibt mir noch zu sagen? Storytelling war relativ gut. Und ja, nicht das Goldene von mir natürlich. Das war CD Projekt Reds erstes Spiel eigentlich. Soweit ich weiß. Okay. Der Regen prasselt. Ich würde sagen, ich halte mich da jetzt raus. Hoffe natürlich, wir sehen uns dann beim zweiten Teil wieder, wenn es spannend weitergeht. So wie eigentlich immer. Ja. Liebe Grüße eigentlich an alle, die Kommentare geschrieben haben, die zugeschaut haben, die ein Like dagelassen haben. Ja, was soll ich noch sagen? Das war's. Ich verabschiede mich. Vielen, vielen Dank an alle und bis zum nächsten Mal bei The Witcher 2.